2, 3, 4, 6, 8, 10. Hast du ein altes, vollgeschifftes Rockboy dir zu Haus? Ja, dann schickst du Kies und Kreuz, denn die nehmen's für dich aus. Öl, Schweiß und Pipi sind unser täglich Brot. Da draußen frönt das Leben, doch mein Ringmuskel ist tot. Dicke Hommer, kleine Schlungs und alles stinkt nach Jauche. Doch weil ich feuchte Hosen liebe, ist nur Durchfall, den ich brauche. Unser Axel Väter stillt den Hunger zwischendurch. Für den Sättigungseffekt wird er serviert mit Rettenmurch. Du, jetzt sage mal, Franz Dieter, wie sieht es eigentlich aus hier? Ich meine, das Ding ist ja schon halb jetzt weggelötet an der Schnauze. Aber man sieht ja mal fertig hier mit dem Kram. Halb sagst du? Guck dir das mal an, guck mal jetzt hier von der Seite. Das ist doch maximal 4/8 im 6/9 Inch, ist das so. Ja, aber das sieht doch schon ziemlich gut aus. Wir haben die kleine Nasenspitze. Ja, aber guck mal hier, das wird ja nochmal halbiert. Na, das wird nicht halbiert, Julian. Ja, natürlich, da machen wir einen halben Hering draus. Einen halben Hering, du. Ich hab gestern einen doppelten Hering auf Lachsbrot gehabt, du. Na, weißt du, hol ich mir jetzt einfach ein paar Kracher lesen, dann gebe ich ihm mit die Hinge mal richtig Zunder. Ich esse nämlich immer Fisch in Fisch. So gefüllte Schildkröte esse ich auch gerne. Oh, boah, ich esse auch ab und zu ganz gerne so einen schönen Kawabanga aufs Brötchen, ne? Gefüllte Schildkröte. Schön auf dem Blech mache ich mir den. Oh, aber Schildkröten haben Angst, gemolken zu werden, habe ich mal gehört, du. Ja, weil dieses Schildkrötensekret ist halt auch sehr kulinarisch. Das mögen die Franzosen. Ja, die mögen eh alles, was irgendwie. Die machen da Butter drauf und das ist gut, ne? Ja, wahre Geschichte, ne? Ja, die sagen, oh ja. Erst war es nur Dreck vom Sportplatz, von der Tatanbahn, aber dann haben wir Butter drauf gemacht, hab das serviert, 6 Sterne, auf einmal kamen da so Typen mit karierten Hemden und so und haben gesagt, oh geil, das ist voll das edle Restaurant. Oh, und ihr so habt keine Ahnung dann, vom ja. Essen da, ihr Nudis. Ja, Schnecken haben wir früher auch auf dem Teich gegessen. Das war jetzt eher ein bisschen Ostdeutsch, der kommt, hängen wir so ein bisschen der Kehle drin, ne? Müsste jetzt nicht, dann ist da oben noch irgendwas an wertvollem Loot? Nee, ne? Das ist alles. Was ist denn das hier? Warum? Was ist denn das jetzt hier? Nee, was ist denn hier mit diesem Mittelding? Das kriegen wir nicht weg, keine Ahnung. Der will erst haben, dass wir die Seiten losreißen. Ja, aber du hast doch keinen Losreißer hier an der Seite. Ja, keine Ahnung. Das Stück ist noch im Ganzen, oder nicht? Aber wir müssen das halbieren. Kollektoren sind ja alle durchtrennt. Ich will da noch wegmachen. Weiß ich nicht, ist unten noch irgendwo? Hä? Ah, lol. Die Technik kennst du aber noch nicht, ne? Welche Technik? Ja, ich kenne Technik hier, Junge. Sprenglippe oder was? Nö, nee, aber du sagst einfach hier, sagst du Medihingi. Ich brauche jetzt mal hier irgendwie. Information. Nee, du kannst den Container abstellen lassen. Ja, das weiß ich, das habe ich schon gemacht. Ja, ich nicht, du. Ich weiß davon nichts, hat mir keiner gesagt wieder. Das hab ich schon gemacht. Die Werkstatt meinte, du machst gar nichts. Container abstellen, dann kannst du alles reinschmeißen, dann kannst du sagen, mir Hingi, hol den Container. Aber hier muss irgendwas noch nicht durchgekommen sein oder so, ne? Dieses Ding. Not unlocked, aber. Ja, der will die Wand da irgendwie weg haben noch. Der will erst haben, dass man das irgendwie losreißen kann, die Seitenwand. Aber der. Jo, nee. Die ist doch aber an einem Stückel. Oder nicht? Nee, das obere kannst du ja dann irgendwann losziehen. Irgendwann bist du ja an dem Punkt. Dann müsste es ja irgendwann mal gehen, du. So, geh mal da oben rein, du. No, schlag ich mal mit dem Hammer. Ja, hier muss alles weg. Ja, Vorsicht, ne? Nicht, dass es wieder zu hart runterkracht, dann ist alles weg. Aber hier sind ja noch irgendwelche Verbrennerdinger an der Seite. Ja, hier sind noch so. Die müssen wir erstmal rausholen. Gut, dann haben wir jetzt hier die. Nee, wann kommen wir denn an diese komischen Motoren oder was da noch in der Wand drin steckt? Da haben wir die schon alle gebohrt. Nee, da habe ich nur aus einem Fach geborgen, weil die voll scheiße sind, weil du den ganzen Streifen bis oben hin musst du alles wegmachen, damit du rauskriegst. Na, ich hau jetzt gerade das Ding hier frei. Na,
Aber Tarkan und seine Jungs sind nicht so gut drauf heute. Oh, Tarkan, du, ne? Der verrückte Tarkan. Halb Mann, halb Vogel. Weltberühmt wurde der. Der hat früher Papageien immer gedrosselt. Alte Papageiendrossler. Oh ne, jetzt hab ich hier geworfen. Sittichwürger. Sittichwürger. Wirklich Blaumeise. Ist auch so ein dummes Wort, die wirkt mich Blaumeise. Also das ist, wenn du uns halt mal 10 Minuten alleine lässt, oder dann passieren solche Sachen. Oh Mann, wenn ich ab und zu von Leuten so mitbekomme, was wir hier alles sagen, denke ich mir so, das habe ich doch nicht gesagt. Ja, ja. Lügst doch. Lügst doch. Was hat dir der Teufel, hat dir das gesagt? Das habe ich hier von der Seite aber viel weggenatzt. Aber hier ist doch alles mit dir hingehe. Na, hier ist alles relativ mit dir hingehe, aber nicht mit dir hingehe genug. Jetzt kannst du die Wand hier abreißen, die ist nach hinten. Hat sie nach hinten gelehnt. Na, geh ich mal gucken. Moment. Zumindest hat sie so angefühlt, ja. Ja, wenn ich das jetzt mal kontrollieren. Na, sag ja, das geht jetzt doch dann alles relativ. Bam. Das ist halt immer noch Magie. Jetzt kann ich ihn wegholen. Jetzt darf ich den Befehl geben. Ich habe ja gesagt, das ist da irgendwie noch connected. Schön am Handsome Park. Das will er 3 Butner hieß für die Arbeit, hat er gesagt. Ja, 3 Butner hieß, dann mache ich dir das. Wird aber immer dreister auch, ne? Immer mehr, die wollen immer mehr, du. Ja, klar. Fisherman's Blind ist die Marke. Fisherman's Blind. So ein Typ auf der Packung mit pinken Haaren. Dann müsste es doch drüben auch schon gehen, oder nicht? Aber müsste man doch jetzt das hier schon eigentlich rauskriegen. So, die obere Wand hier habe ich auch schon abgelöst. Ja, ich versuche jetzt mal hier diese Motoren rauszukriegen. Damit wir die nicht verlieren. Was? Das will er alles weghaben? Bist du irre? Dein Ernst? Bist du irre? Tohunga ist echt irre geworden. Was? Ja, irgendein Problem im Handsome Park. Haben sie ihm seine Mitgliedschaft gekündigt. Das ist ziemlich wütend. Na, der hat generell so eine Grundaggressivität entwickelt irgendwie, boah, ne? Da im Gespräch, den ganz gut Standbild, du. So, kann ich es jetzt? Alter, das will er auch noch haben. Okay, die Dinger da rauszubringen ist echt ätzend. Das muss alles weg. So gestört. So, will er es jetzt haben? Ja. Ich hole jetzt den ersten General Motor hier unten weg. Generalmotor. Den alten Generalmotor, Mann.
Generalmutter. Generalmutter. General Mutters. Ja, ich kann halt diese Seitenwände und das kann ich nicht bedienen. Du könntest hier die eine Seitenwand auch schon wieder abreißen. Ja, dann hole ich hier gleich. Boah, wie ist es eben gerade blitzdunkel geworden. Flasch. Ja, ne? Ja, so ein Schwarm Fledermäuse ist eben gerade hier über weggesaust. Einmal scheint der Mond wieder. Ja, hier im Land der Butler hieß, ist es nicht so ungewöhnlich. Nee, ich darf eh nur nachts arbeiten, weil ich so hässlich bin. Guck mal, ich so ein hässlicher Mann bin, ne? Wieder Schichtverbot bekommen. Der hässliche Dan. Doktor Hässlich nannte man ihn. Was will ich eigentlich den hier ganz gerne Freisprenger geben? Ist halt auch wieder alles weg. Lass doch mal hier vorne kurz die Wand abreißen und dann können wir vielleicht sogar schon die untere Wanne holen. Na gut. Warte, ich schmeiß gerade noch meinen Sack da rein. Ah, hier auf der Seite. Mal sehen, ob ich das rausroppen kann. Ja, war sagt er, ja, ist möglich. So, hier hat er gemacht. Ja, hab ich auch professionell gelöst, ne? Hello. Ja, hä? Aber der sagt, was sagt jetzt immer noch nicht. Warum? Oh, keine Ahnung. Ah, da oben. Und ich hier, das da, das ist auch noch alles im Weg. Das hier. Da ist noch ein kleines bisschen Metall. Das reicht schon aus. Und jetzt könnte es fast schon klappen, ne? Schau mal. Eins kann er. Aber das kann er nicht. Warum? Mit dem da oben? Also hier holt er gleich eins weg. Naja. Du aber sagst, hier ist das schwierig. Das mach ich dir klar, Junge. Und hier kann man noch was löten. Macht jetzt auch das vordere. Haben wir ja schon richtig viel von dem Ding weggeholt, ne? Es fühlt sich viel an, aber guck mal. Da ist noch mehr als die Hälfte von dem Schiff. Echt? Mehr als die Hälfte? Ja. Also haben wir gar nichts weggeholt. Wir haben jetzt quasi nur den Bug. Oh Mann, wir sind so am Arsch, ne? Warum haben wir auch immer so extreme Jobs, ne? Es ufert immer so aus. Es fing mal an mit ja. kleinen Captain Phillips Schiff und jetzt sind wir hier bei irgend so einem fetten Tanker. Mein Arzt hat mir sowas verboten. Der hat gemeint, geht's doch mal ruhig an. Ja. Herz auf. Junge, dein Herz macht das nicht lange mit. Ja, stimmt, wir sind jetzt erst bei der ersten richtigen Kabine, wo Motoren drin sind. Da kommt ja noch eine. Wir sind nicht mal ansatzweise bei der Hälfte. Ja. Boah. Das kriegen wir nicht fertig, das Schiff. Weil wir ja nicht speichern dann können. Ja, eben. Ich hätte gesagt, das letzte Schiff, wir rambolen einfach scheiße auf Motoren und so. Wir rammeln es einfach komplett unten einmal rundherum weg. Das ist komplett wegrammeln. Ja, warum nicht? Ich meine, wir haben eh quasi alle Upgrades bis auf das Kran-Ding. Was sollen wir da jetzt noch groß die Motoren retten? Das rette ich jetzt noch. Hier ist schon zu viel investiert.
Du kannst es auch gleich wegrödeln, alles. Ja, das wird auch noch ewig dauern. So einfach ist das nicht. Kreatives Rödeln. Da muss ich halt auch mal einen runterrödeln hier. Na klar, da muss eine Menge runterrödeln. So, das ist richtig. Vielleicht kriegen wir es ja sogar zum Abstürzen. Das wäre doch gut. Das wäre ein tolles Staffelfinale. Ja. Ja. Das ist schon ein ganz schönes Ding, du. Klar, ey, das ist ein Ultra-Ding. Ist ja doppelt und dreifach so groß wie alle anderen. Salziger Nahunga. Ein dicker salziger Nahunga, ey. Schmeckt aber. Es klingt ekelhaft, aber ist lecker. Schön Salz-Nahunga. Da schlecken sich die Kinder die Lippchen. Klar, wenn du dann Manspread isst, dann riecht's noch würziger als sonst. Oh, hier, der Handsome Park mit der Hinge hat wieder geöffnet. Die Frage ist halt, wenn man den Boden wegpeitscht, ob es überhaupt dann einstürzt. Weil das ist halt schon echt Plötkes. Hier höre ich es ein bisschen krachen. Also nicht mehr die Dinger rauswerfen, weil das Schiff so hoch ist, ne? Ja. Also in den Motoren, die wir da zerkloppen, war jetzt auch nicht die Welt drin. Ja, sag ich, aber ist, eigentlich lohnt sich das nicht hier. Hab ich denn auch einen Schlag bekommen? Ja, ich habe ja nichts gemacht. Ich bin ja völlig woanders. Ja, ist gerade irgendwie am Erdungskabel geleckt wieder. Am Erdogan-Kabel, was? Am Erdogan-Kabel. So. Ich habe schon richtig viel weggeballert. Hier ist unten schon mal alles Plattowitsch. Irgendwo noch Strom versteckt sogar. Hätte ich nicht gedacht. Doch, dass der alte Matti Hinge könnte die Rechnung nicht mehr bezahlen, ne? Ja, weiß ja nicht, wo Matti Hinge hier seine Kabel verlegt und so. Er hat seine Methoden, sagen wir es mal so. Er hat seine Methoden. Das ist immer, das macht's alles noch mystischer. Guck mal hier. Was habe ich denn da gefunden? Medihingis Wege sind unerklärlich. Ein paar Feuerlöscher und so gefunden. So, wie viel haben wir? Alter, das Schiff ist wirklich. Nee, das ist ja. Da hängst du ja 4-5 Stunden an dem Ding. Ja, wenn du da wirklich einzeln jeden Shit rausrettest, ja.
Selbst wenn du es komplett zerlegen würdest, bist du da ewig dran. Ich versuche halt gerade den Boden rauszuschlagen, sozusagen. Also du bist jetzt die totale Vernichtung. Du wirst ja irgendwann zusammenbrechen müssen. Es muss nur genug brechen, damit der andere Kram einfach backt und explodiert, sozusagen, ne? Na ja. Was? Ich habe doch gerade noch einen Strom ausgeschaltet. Wo ist denn noch mehr Strom? Ja, das ist halt super viel Strom. Das ist ein echter Medihingi. Ja, da, wenn wir jetzt keine Missions machen, kann ich auch den Kram verkaufen und uns ein Medihingi-Upgrade noch gönnen. Dass der Kran schneller Medihingi kann. Guck, die Missions haben wir doch auch so gut wie. Wir brauchen halt noch Öfen, ich weiß nicht, wo die sind. Ja, wir geben das ja eh nicht ab, weil was haben wir davon, eine Mission abzugeben? Das gibt ein paar Dollar. Ja. Die Materialien sind, wie gesagt, deutlich mehr wert als die Mission. Weil du sie zum Upgraden brauchst und verkaufen kannst. Ah, hier, ich glaube, ich habe Öfen gefunden. Wenn er so Backstubel meint. Ja, siehst du? Ja, gut. Sag's, würde ich alles eher verkaufen. Dann nochmal den Kran verbessern. Weil der kostet 1200 Chemikalien. Die haben wir ja. Die haben wir ja. Boah, sicher, wenn wir das hier alles zerlegen. Klar. Klar hat man ja schon so ein, zwei Chemicals. Hier durchrennt und nur am Krapschen ist. Krapsch. 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 Zur Laster. Was der hier auch für zusätzliche Stabilitatoren-Scheiße immer hat. Oh, der hat stabil gehalten, ne? Warum kann er die nicht holen, obwohl da noch irgendwas ist? Die Hilfsgüter hole ich aber noch raus. Eigentlich, wenn ich daran rumsäge, warte mal. So, kann er die holen? Ja. Ja, hab ich nochmal Strom ausgemacht. Vielleicht war das der goldene Strom. Was ist denn jetzt hier mit dir hinge? Holst du jetzt die Hilfsgüter? Das dauert ja ewig. Gott, bist du langsam. Du brauchst ein Upgrade. Boah, ja, Alter. War das gut? Da ist eine ganze Wand flöten gegangen, die dicke. Ich fahr mal unseren Karren weg und hol uns ein Upgrade für einen Kran. Es müsste jetzt eigentlich genügend Butner sein, ne, damit wir uns hier ein bisschen... Ja, ist halt wirklich ein Monsterkahn, den wir da haben. Das ist ein richtiger Monsterkahn, ey. Ja, das ist El Monstro. El Monstro mit seinem Gesicht. Hat er schon früher die Damen verschreckt. Hat damals viele Damen Haschi-Hasch gemacht. Immer noch? Das gibt's ja nicht. Ah, hier ist Strom ohne Ende. Bei El Monstro. Denn der macht Haschi-Hasch, du hast schlechte Karte. Guck mal, wie viel wir jetzt da rausgezogen haben. Aber jetzt auch nur wieder 600 Chemikalien. Da siehst du einfach, wie selten die alten
Chemikalien sind. Die alten Chemokeulen von Greis Industries. Die goldenen. So, jetzt kann ich den Kran verbessern. Kran Upgrade. Order. Okay. Jetzt haben wir einen Stufe 2 Kran. Sieht das Walkie-Talkie anders aus? Das ist Butner besser mit uns connected. Das kann er auch besser verstehen, was er machen soll. Nicht abholzen. Ja, abholzen habe ich nur verstanden. Oh, was willst du jetzt ja genau weghauen? Welche Konsole? Wie, was, welche Konsole? Ja, was für eine Konsole? Nee, welcher Teil des Schiffes? Alles, der ganze Boden einfach wie beim letzten Mal. Rundherum alles sprengen, dass es einstürzen kann, oder nicht? Also ich hier alles sprengen, jetzt den ganzen Boden weg. Ja, wo du halt Bock drauf hast, so, wenn du sagst, so, das steht mir da irgendwie im Weg. Alles, was denn? Ich spreng jetzt hier den kompletten Boden. Und jetzt komplett kaputt. Und das Ding, da müsstest du oben alles müssen, Alter. Ja, jede Schicht, ne? Ey, du müsstest alle Schichten vernichten. Zumindest alle Randschichten. Ja. Alle Randgruppen müssen vernichten. Alle Randschichten. Randschitz. Problem ist, wir haben auch noch diese blöden Stahlträger in der Mitte. Ja gut, aber kann man die nicht wegsprengen? Oder nee, schweißen? Die kriegst du nicht kaputt, ne. Ja, aber drumherum kann ja trotzdem alles einstürzen. Ja, drumherum, das geht. Sag ich doch. Nur hier fehlen mir. Hier ist irgendwas noch elektronisch gesichert. Konnektoren in meinem Wasserpark. Na, guck mal, jetzt ist das hier innen drin schon ganz gut ausgehüllt. Ich hab wieder eine gewischt. Ja, aber nur hier vorne irgendwie zwei so Dinger. Ich weiß nicht, ob der entweder. Weil da hinten waren auch gerade so Stromteile, das hatten wir irgendwie abgeschaltet. Alter, was für ein Maschinenraum da drin ist. Ja, muss weg. Boah, Gold ohne Ende. Das Gold. Ja, für was brauchen wir es? Gar nicht mehr. Ja. Jetzt geht's nur um die pure Zerstörungswut, ne? Ja, einfach rein. Boah! Was passiert? Hast du ein Gewicht gekriegt? Nee, Super-Explosion habe ich ausgelöst. Der hat den Motor gesprengt, ja. Ist der Motor weg? Weiß ich nicht. Was böse geruckelt. Ja, weil ich wieder Strom an den Finger hatte. Das hängt doch auch nur in der Luft. Ja, diese blöden Stahlträger geben dem Ganzen echt eine fiese Stabilität. Ja, aber eigentlich, wenn wir halt wie beim letzten Mal den Rand und den Boden so wegschneiden wieder. Einmal so runterrum ausgehöhlt. Dann willst du also diese Mega-Crashung wieder auslösen. Ja, das sage ich ja schon seit einer Viertelstunde.
Dass das halt voll gut wäre, weil alles andere bringt doch jetzt nichts mehr. Da einzeln jeden Popel da weg zu dödeln. Weiß ich nicht. Achtung! Ich spreng jetzt die Motoren weg. Kein Weg zurück mehr. Ja, mir macht das nichts. Weg mit den Dingern. Das ist. Ah, die Hand wieder eingeschlafen. Da puffen sie. Meine Hand ist wieder eingeschlafen. Ich werde jetzt gleich einen schönen Porno anmachen und ein bisschen Spaß haben. Das mache ich mit Privataufnahmen. Ne? Ich fühle meine selbstrasierten Möpse. So ein privates, so eine private Sammlung. Dieser ätzende Strom hier. Jetzt puffen aber die Motoren. Aber da ist er, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ne? Ich habe auch einen zerlegt, ne? Hier gibt es so viele. Ja, aber der muss ja jetzt mal hier angehen. Komm schon. Super Zersprengung. Jetzt. Ja. Motor ist gepufft. Ja, du musst die Randwurst hier wegschneiden. Ja, du musst erst Randwurst. Der gesamte Rand hält es halt immer. Erst wenn der weg ist, dann... Naja, muss erst den Rand weg wienern. Ja, aber jetzt geht hier unten viel weg. Also irgendwann gibt es hier den Super-Zusammenbruch. Ja, jeder Etage im Boden nehmen, sozusagen. Ja, ja. Damit es dann bereit zum Verkrachen ist. Aber da es im Prinzip so viele Ebenen auch hat, ne? Es ist halt immer super kacke. Ja, irgendwo ist immer eine Verbindung. Irgendwo hängt immer irgendwas noch. Ab und zu muss auch noch was löten, weil hier auch nochmal so Verstärkungselemente drin sind, die da auch nochmal ziemlich scheißen. Ja. So, ich habe hier eine ganze Wand abgerissen. Ja. Oh, ich habe hier unten auch alles weggekloinkt. Eine schöne Doppel, mein Plan mit der Doppelverwandlung. Jo, hält sich aber trotzdem noch relativ stabil, ne, Hans-Peter? Ja, klar. Oder ob du da oben, ich meine, da lagern 4 Tonnen Lachsöl. Kapselform. Die verschiedensten Öle. Warum haben Menschen eigentlich aus allem immer Öle gemacht, ne? Ist so. Ja, weil es halt schon fettig und schmierig ist. Das kann man als Gleitmittel gut verwenden. Und das fettet halt das Haar. Ja, Menschen lieben Gleitmittel und fettige Haare. ja, das ist einfach so. Beschreibe die menschliche Rasse. Gleitmittel und fettige Haare. Das Bingo. Was geht es in eurer Kultur, KJ? Ja, die Menschen mögen einfach gerne das Gefühl, dass ihr Penis gleitfähig ist. Schmierige Haare sind ziemlich angesagt. Ja, und man kann halt nicht so gut entführt werden, auch wenn man flutschig ist, ne? Das stimmt, ja. Und Sonden, klar, die flutschen besser rein, aber sie können auch abflutschen. Das vergessen viele, weil man kann einen zu hohen Flutschgrad auch haben. Es gibt so den perfekten Flutschgrad, dass es genau reingleitet. Aber wenn du zu verflutscht bist, dann spürst du nichts mehr. Ja, und auch das Lochen ist nicht mehr so easy. Gibt es diverse Lochschwierigkeiten.
Alter, eisern hält sich der Kram. Ja. 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 Na gut, jetzt ist ja auch, wenn du, ist ja nicht, wir haben ja nicht mal über die gesamte Länge hier gerade so ungefähr, ne? Ja, wir sind ganz am Anfang, ist der erste Nippel quasi. Da kommt jetzt ein bisschen was runter. Aber wo hängt das denn jetzt überall noch? Früher sind die. Jetzt. Da war was. Da war was. Gott, wir haben ja noch nicht mal irgendwie Tageslicht. Ich dachte, da wäre schon Tageslicht, aber. Nee. Das ist wie ein alter Flöze. Die Folge ist auch schon wieder rum, weil wir nur am Flözen sind. Na, ist alles vorbei, du. Aber das kriegen wir nicht gefinisht hier. In der nächsten Folge. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten. Wir werden kommentieren. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelü.